Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Letzte Folge haben wir hier ein bisschen die Häuser durchsucht und waren auf der Suche nach dem Haus des Bankers oder des Bankchefs von irgendwem, ne? Haben wir bisher noch nicht gefunden. Wir klappern hier nur mit unserem befüllten Rucksack durch alle Häuser durch. Jetzt gucken wir aber mal. Bin ich hinter rausgegangen. Ich hoffe, hier gibt es keine Wölfe. Ich habe Angst vor Wölfen. Also, zumindest wenn sie mich angreifen. Hier kommen wir... Oh, erschreckt mich das so. Wind. Shit. Boah, bin ich erschrocken. Scheiße. Mit der Musik noch. Wie gemein. Oh, ich dachte, er greift mich jetzt an und ich bin tot. Oh, hab ich mich erschrocken. Läuft da draußen der Wolf oder was macht ihr so? Irgendwas flattert hier doch. Blödes Viech, Alter. Hat der mich erschreckt. Boah. Shit. Das Spiel macht mich jetzt schon fertig, ey. Das kann ja noch lustig werden. Vor allem jetzt gibt es hier keine Autos oder so, in denen ich mich verstecken kann. Ich weiß auch nicht, wie knapp das gerade war. Weil ich habe den Wolf nicht gesehen. Ich bin einfach mal nur... Auf dieses Knurren hin bin ich immer mal gesprintet zum nächsten Auto. Okay, da hinten sind noch mehr Häuser. Tatsächlich würde ich aber vielleicht mal gucken, dass ich mich auf den Weg mache. Wobei, ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich wüsste mal gern die Uhrzeit. Die kann ich mir bestimmt irgendwo angucken, weiß ich nicht. Da hinten ist der Wolf. Boah, dieser blöde Wolf. Pass auf, wir können ja mal zu dieser Kirche gehen. Denn bei der Kirche gibt es noch irgendwas Besonderes. Boah, überall sind diese Wölfe. Das ist der da, ne? Da läuft er rum. Ich könnte jetzt natürlich eine Runde schlafen. Weiß ich jetzt aber nicht. Ich gehe erstmal rein zur grauen Mutter. Warte mal. Hier gibt es einen Stuhl. Ich zerhack einfach mal den Stuhl von der grauen Mutter. Ja, okay, aber hier oben hat man gerade gesehen, dass ich da... Das ist schon sehr spätisch. Na. So, das da legen wir rüber. Zack. Und dann haben wir schon fast die Hälfte. I'm gonna need to eat soon. Essen ist so eine Sache. Kann ich hier noch irgendwas zerlegen von der grauen Mutter? Ich kann hier auch nicht so viel klauen, wie es aussieht. Moin, was geht? Wir können mal kurz hier das Haus noch durchsuchen. Radio geht nicht, natürlich. Gehen wir mal hoch. Was gibt's hier denn noch? Nähen für Anfänger und Nähzeug wird benötigt, um Kleidung herzustellen und zu reparieren. Nice. Neues Ziel, Kleidung reparieren. Müssen wir auch mal machen. Sollte ich vielleicht gar nicht so ewig aufschieben. Aber ich glaube, hier kann ich nicht so viel klauen. Ich kann im Bett schlafen. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann brauche ich nicht meinen Schlafsack immer rausholen. Hier drin ist es warm. Crunchy Stuff ist leider leer. Okay. Toilette, ein bisschen Wasser gibt's, brauche ich jetzt aber auch nicht. Ich würde mich wahrscheinlich dann mal eine Runde aufs Ohr hauen.
aber zuerst esse ich noch was. Was esse ich? Wovon habe ich denn sehr viel? Ich hätte noch ein paar Sardinen. Wir haben natürlich... Komm, ich esse mal diese Dinger hier. Bringt nicht besonders viel. Ein Müsli-Riegel kann ich noch essen. Kriege aber Durst davon, okay. Ich könnte mal... Ich schalte mal auf Essen um, dann sehe ich mal das ganze Zeug hier. Das ist auch schön sortiert jetzt. Eine gute Gipfelbrause. Damit wir wieder ein bisschen Wasser dazu kriegen. Was haben wir noch? Ja. Crunchy Stuff. Die Dinger sind halt... die Salzcracker, die sind natürlich sehr gut für den Hunger. Für den Durst sind sie nicht so gut. Komm, ich esse den einfach. Ich esse alle Salzcracker einfach weg. So. Eine Tasse Kaffee haben wir noch. Dass wir die noch nicht verschüttet haben. Dann noch ein bisschen Beef Jerky. Und jetzt sind wir auch tatsächlich komplett satt. Dann können wir uns noch jetzt hier schön Wasser reinziehen. Jawohl. Ein halber Liter Wasser getrunken. Guck dir mal die Stats an. Die könnten noch besser nicht sein. Und jetzt legen wir uns hin für 8 Stunden. Wahrscheinlich ist dann noch dunkel. Aber das machen wir einfach mal. Und, boah, ist es dunkel. Bisschen was trinken, ne? Nachts aufstehen, was trinken, wer kennt's nicht. Dann noch aufs Klo. Oder auch nicht, wir gehen einfach, wir legen uns einfach wieder hin. Wir haben 8 Stunden geschlafen, wir schlafen nochmal 3. 11 Stunden Schlaf, also, ne? Man muss ja auch mal sich ausruhen. Immer noch dunkel. Wir schlafen jetzt im Stundentakt. Stehen jede Stunde auf und gucken, ob es hell ist. Und wenn es noch nicht hell ist, dann legen wir uns wieder hin und schlafen weiter. Ja, sieht nicht so aus. Ich habe jetzt 12 Stunden geschlafen. Schlafen wir noch eine Stunde. Ich glaube, so langsam wird es wieder hell. Oh, meine Kopfhörer sind gerade ein bisschen... ich muss mal ein neues Kabel kaufen. Das hier hat schon lange einen Wackelkontakt. Ich glaube, jetzt wird es langsam hell. Ja, das sieht gut aus. Jetzt können wir wieder rausgehen. Jetzt können wir gleich nochmal was trinken eigentlich. Trinken ist wichtig. Ich kann mir auch... Ach, ich habe auch Hundefutter. Mh, lecker. Er hat sich nicht beschwert. Erstmal schnell was hinterher trinken, um den Geschmack loszuwerden. Jetzt höre ich wieder nix. Kopfhörer. Oh, ich muss echt mal... Ich muss ein neues Kabel holen. Ich kann das Kabel mal hier so anders hinlegen. Dann müsste es besser sein. So, jetzt. Weiter geht's. Gut, weil dann würde ich jetzt aber mal sagen, genug gefaulenzt. Wir gehen jetzt raus. Should be good to drink. Das nehme ich mit. Sardinen nehme ich auch mit. Aber jetzt... Hier stand doch gerade noch irgendwas. Ach, der Karton, okay. Ich hoffe, die Wölfe sind weg. Boah, ist das Wetter gut jetzt. Der Wolf ist immer noch da. Der bleibt doch hier bestimmt. Der campt hier. Also gut. Sollte ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich mir mal angucke, was ich machen kann, wenn ein Wolf kommt. Was ist das? Oh, ist Astrid hier vorbeigekommen? Ist das von der? Kann natürlich sein. Das Ding ist nämlich, wenn jetzt ein Wolf auf mich zukommt, dann wüsste ich nicht, was ich machen soll, außer wegrennen. Wegrennen könnte ich, aber ich glaube, der Wolf ist schneller. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Und was ich dann mache, weiß ich nicht. Ich könnte versuchen, den mit meiner Axt kaputt zu hauen, aber dazu müsste ich die Axt erstmal aus dem Inventar rausholen und ich glaube, das dauert zu lang.
Ich hoffe jetzt mal übrigens, dass hier der Ton vom Spiel nicht zu laut ist. Falls doch, dann muss ich es im Nachhinein noch ein bisschen anpassen. Aber ich hoffe nicht. Boah, wird es schnell kalt hier, ne? Da höre ich schon wieder einen Wolf. Schnell ins Auto. Nix drin. Ne. Wieder raus. Ich will eigentlich nur zur Kirche. Da vorne ist sie schon. Naja, schon. Das Ding ist halt, es ist sehr kalt. Die Temperatur geht sehr schnell runter. Ich könnte mal eine Runde rennen. Wobei, dann wird es mir... Dann werde ich schneller müde. Da hinten sind zwei Wölfe. Aber die sehen uns ja nicht. Okay, hier ist wieder nix. Ich weiß gar nicht. Eigentlich lohnt sich's wahrscheinlich. Wobei. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich lohnt sich's nicht. Aber ich habe schon mal was in einem Auto gefunden, ne? Diese Notiz. War die Notiz von der Kirche nicht in einem Auto ursprünglich drin? Ich glaube. Da haben wir sie ja. Und ich würde hier auch gerne reingehen. Aber ich gehe zuerst zu... Ja. Ich gehe gleich in die Kirche. Da wird es warm sein, denke ich. Aber zuerst möchte ich zu dem Baumstampf? Zu dem Baumstamm im Sumpf. Der umgestürzte Baum. Da hinten sind Rehe oder so. Oder Hirsche, meine ich. Die haben ja ein Geweih. Wo ist der umgestürzte Baum? Mal gucken. Der muss doch hier irgendwo sein, oder? Warum kommt jetzt Musik? Unterkühlungsrisiko. Shit. I'm so cold, I'm warming up again. Ich hoffe, in der Kirche ist es etwas wärmer. Ich hoffe, da kann ich mich... Ja, okay, hier wärme ich mich wenigstens ein bisschen wieder auf. St. Christopher Kirche. Da hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Gesangbuch. Tag der Rache, Tag der Sünden. Wird das Weltall sich entzünden? Wie Sibyl und David künden? Ja, nehme ich mal mit, komm. Hier gibt's noch Streichhölzer, Trusty, ein paar Bücher und Papier, das kann ich gleich mal als Anzünde hier nehmen und als Dings. Komm, das mache ich mal. Ich mache mal ein Feuer. Holzzündhölzer, Zunder nehmen wir, Papier, Brennstoff, ein Buch, Feuer machen. Zünden wir einfach mal hier das Buch an. Brauchen wir sowieso nicht und dann wird's ein bisschen wärmer. Mal gucken, was ich sonst noch dabei habe. An Brennmaterial. Wahrscheinlich nix, weil ich alles bei der grauen Mutter gelassen habe. 16 Minuten. Was kann ich hinzufügen? Ah, doch. Ein Buch, noch ein Buch, noch ein Buch. Und ich habe noch 8, die 3 Kohle habe ich noch, genau. Das lasse ich aber. Die Kohle möchte ich gern behalten. Eine Wasserflasche. Ja. Hier liegt noch ein Buch. Das lege ich da noch drauf. Komm. Zack. Jetzt wärme ich mich auch etwas schneller auf. Hier liegt noch eins. Den Stuhl könnte ich zerhacken. Mitteilung des Priesters. Liebe Gemeindemitglieder, ich muss Sie schweren Herzens informieren, dass die Erzdiözese beschlossen hat, mich aufgrund mangelnder Aktivität von der Gemeinde St. Christopher zurückzubeordern. Obwohl unsere Gemeinde in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, werde ich ihr Engagement für die Kirche und ihre Unterstützung meiner Bemühungen in freundlicher Erinnerung halten. Ab sofort sind die Gottesdienste nur noch über Skype zugänglich. Auch unsere Lateinlektionen werden fortgesetzt. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung, möge Gott mit Ihnen sein. Pater Francis McGill. Okay, Pater. Ja gut, Skype-Gottesdienst, auch nice. Ja.
Weißt du was? Wie lange dauert es? 30 Minuten? Wie lange geht mein Feuer noch? Stunde 19. Ich zerhack einfach mal hier dieses Ding. So, jetzt habe ich nämlich dreimal Altholz. Und das lege ich jetzt einfach mal hier drauf. Weil guck mal, wie jetzt das Feuer abgeht. Ich lege hier alles drauf. Ich will das gar nicht erst mitnehmen. Ich will mich schnell aufwärmen. 3 Stunden brennt hier jetzt das Feuer und guck mal, wie jetzt die Temperatur hochgeht. Ich würde dann nämlich mal geschwind rausgehen und dieses Ding suchen. Ich bin jetzt gerade hier. Ich muss nach da. Drücke J für weitere Informationen. Ja. Die Stats sehen momentan relativ gut aus. 23 Grad Heizleistung ist relativ gut, ne? Ich könnte was garen. Einen Topf habe ich ja jetzt, ne? Damit kann ich auch wahrscheinlich mehr Wasser auf einmal herstellen als in dieser komischen Dose. Und ich würde sagen, komm, das reicht jetzt, bevor ich jetzt hier noch ewig rumstehe. Ich komme gleich wieder rein. Das Feuer hält jetzt eine Weile. Und jetzt gehe ich einfach mal hier in den Wald rein, weil ich will diesen umgestürzten Baum finden. Mit den... Okay, die Richtung müsste hier ungefähr stimmen. Ich will jetzt auch nicht rennen. Für den Ernstfall möchte ich mir das gern aufheben. Wo ist der umgestürzte Baum? Diese Wölfe, die man im Hintergrund hört, die machen mich nervös. Ich bin doch hier falsch. Boah, guck mal, ich bin voll falsch. War das dieser komische Baum, der da vorne lag? Dieser kleine? Ich dachte, das wäre irgendwas Spektakuläres, deswegen habe ich ihn gar nicht beachtet. Aber das war wahrscheinlich der Fehler. Weil wahrscheinlich ist das nämlich genau das, wo ich hin muss. Der hier nämlich. Gut, ich dachte, das wäre irgendwas Imposanteres. Aber ach nee, guck mal, da liegt ja was. Einfach so auf dem Schnee. Geheimversteck. Lampenöl. Notfallspritze. Nice. Steroidspritze für den Notfall. Bietet einen kurzzeitigen Energieschub. Danach brichst du erschöpft zusammen. Nur als letzten Ausweg verwenden. Nochmal Nähzeug und noch ein bisschen Stoff. Ein-Mann-Packung. Boah. Voll Frosch im Hals. Ja, nice. Moderne hochwertige EPA, die streng genommen echte Lebensmittel enthält. Sorgt dafür, dass Soldaten nicht aus den Stiefeln kippen. Okay, da haben wir ein paar Sachen gefunden. Es ist allerdings arschkalt. Ich gehe jetzt zurück in die Kirche, da brennt hoffentlich mein Feuer noch ein bisschen. Und wenn wir uns da drinnen aufwärmen, dann können wir auf die Karte gucken, wie weit es ist bis zu der Autobahnbrücke. Und dann können wir da mal ein bisschen nach den Vorräten in den Truck suchen. St. Christopher Kirche. Einmal aufwärmen. Das Feuer geht noch eine Weile. Jetzt guck mal. Das ist halt schon ziemlich weit. Das ist das Problem. Ich bin jetzt von Milton von hier nach hier gelaufen. Und bin dabei fast gestorben, weil ich fast erfroren bin. Wenn ich jetzt von hier ganz nach da hinten laufen muss, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht soll ich da wirklich hinterrennen. Und vielleicht hätte ich nicht meine ganzen Bücher verbrennen sollen, weil dann hätte ich mir irgendwo ein Feuer machen können. Jetzt habe ich nämlich gar nichts mehr. Naja. Übrigens, die Signalfackel habe ich vorhin noch gesehen. Die wollte ich eigentlich mitnehmen. Hier ist noch Brandbeschleuniger. Altholz. Komm, ich nehme das mal mit. Dann habe ich irgendwas, um mir in allerhöchster Not schnell ein kleines Feuer zu machen. Baumwollmütze habe ich schon. Hier kann man nicht irgendwo noch hochgehen, oder? Das ist voll die kleine Mini-Kirche. Kann ich das Ding zerlegen? Leider nicht. Tja,
Dann müssen wir jetzt wohl eine Weile warten. Müsli-Riegel unterm Teppich. Ach, hier kann ich schlafen. Ach so. Und ich kann das Kissen zerlegen. Ist gar nicht schlecht. Also ich würde hier nicht schlafen, weil ey, ich muss mich hier drum kümmern, dass das Feuer nicht ausgeht. Hier könnte ich mich höchstens mal für ein Stündchen hinlegen oder so, wenn ich drauf achte, dass das Feuer nicht ausgeht. Aber wenn ich hier schlafe und dann einfach, wobei, ich glaube, wenn das Feuer aus ist, dann geht hier trotzdem die Temperatur hoch, ne? Vielleicht könnte ich hier auch schlafen. Kann natürlich sein. Draußen würde ich jetzt halt wirklich vermeiden zu schlafen. Und jetzt pass mal auf, ich gönne mir hier noch irgendwas. Hier so ein schönes Hundefutter. So, da war nochmal kurz ein Cut drin, aber ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Wir sind fast wieder aufgewärmt. Ich würde sagen, ich teste das einfach mal. Ich speichere jetzt Let's Play 2. Das nehme ich hier. So, überschreiben. Okay. Annehmen. Und jetzt sprinte ich einfach zu dieser Brücke. Mal gucken, wie viel Temperatur ich verliere und so. Und jetzt renne ich einfach. Vielleicht noch die Straße entlang. Das wäre gut. Und dann sieht man schon hier unten rechts meine... meine Ausdauer geht hier runter. Und jetzt kann ich nicht mehr rennen. Jetzt muss es sich erstmal aufladen. Aber dadurch bin ich deutlich schneller und schaffe es wahrscheinlich, hoffentlich, bis zur Autobahnbrücke, ohne dass ich hier erfriere. Wie viel habe ich jetzt? Oh, das hat sich aber nicht viel aufgeladen. Egal, komm, ich muss weiter. Ich mache jetzt einfach trotzdem... Das sieht nicht gut aus. Komme ich da überhaupt durch? Ich glaube, da kann ich drunter durchsneaken, oder? Sieht gut aus. Sprint mal wieder eine Runde. Mit 30 Kilo auf dem Rücken. Warum denn auch nicht? Da ist ein Kaninchen, aber keine Wölfe bisher. Temperatur sieht auch noch gut aus. Wie weit sind wir schon gekommen? Okay, fast die Hälfte. Ich glaube, das schaffen wir. Ich hoffe auch, dass in dem Truck, wo wir die Vorräte finden, dass wir uns da vielleicht ein bisschen aufwärmen können. Wobei, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir dahin die Vorräte holen und dann gleich weiter. Wieder nach Milton zurück. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und ich hoffe, es lohnt sich, zu den Vorräten zu gehen. Weil das ist schon ein ganz schön großes Risiko gerade. Ist ein bisschen blöd. Das sind zwei Wölfe. Scheiße. Gibt es denn irgendwie einen anderen Weg? Ja, ich kann hier rechts gehen. Vielleicht. Weil, nee, hier geht's nicht weiter. Ich müsste hier durch. Glaubt nicht, dass das geht. Kann ich an den Wölfen vorbei? Das ist halt wirklich blöd, weil meine Temperatur, die sinkt sehr schnell. Okay, die sind gerade da drüben. Aber ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie schnell die mich sehen. Ich weiß nicht, wie nah ich da dran darf. Da gibt es ein Auto, da könnte ich mich theoretisch drin verstecken. Allerdings wird es auch da dann zu kalt irgendwann. Oh oh. Ich bin hier an einer Steigung. Das sollte ich vielleicht unterlassen. Okay, aber ich habe sie jetzt überholt. Die scheinen auch nicht... Also die scheinen mich noch nicht gesehen zu haben. Sehr gut, dann sprinte ich jetzt wieder.
Ich muss einen kurzen Zwischenstopp in dem Auto machen, wenn das hier schon steht. Kurz reingucken. Nix. Auch nix. Okay, dann gehe ich wieder. Das muss sein. Ich möchte nichts verpassen. So. Temperatur ist zur Hälfte weg. Wir müssen uns beeilen. Da vorne sehe ich aber schon die Brücke. Ich hoffe, das sind keine Wölfe. Ich bräuchte mal was Wärmeres zum... Boah, bin ich erschrocken. Diese Musik. Oh. Now to find that secret stash. Der Geheimvorrat, der muss ja im Truck sein. Hier. Here it is. Wonder if this is any good to eat. Erdnussbutter, okay, die gibt richtig viele Kalorien. Kondensmilch auch. Leuchtpistole. Nice. Signalpatronen, Energieriegel. Boah. Hat hohes Gewicht, hält dafür aber gut warm und ist lange haltbar. Noch eine Mütze. Noch ein paar K. Jetzt bin ich aber viel zu schwer. Ich steige noch kurz ins Auto rein. So. Pass auf, wir gucken uns mal die neuen Sachen an. Oh, ich habe das noch drüber gezogen. Das ist natürlich perfekt. Ich habe das da und das da. Allerdings ist das andere besser. Dann würde ich das hier wieder weglegen. Kann ich nicht ablegen, weil ich jetzt im Auto sitze. Jetzt pass auf, ich habe noch eine Mütze. Die ist aber schlechter. Dann, das ist natürlich schade. Okay, aber das heißt, ich kann hier ganz entspannt mal diesen einen Dings da wieder ablegen hier, ne? Wenn ich mal hier gucke, den hier ablegen. Ich glaube, ich bin immer noch zu schwer, ne? Wie viel? 2 Kilo. Boah. Ja gut, die Jacke wiegt halt ordentlich, ne? Ja. Ich habe es nach Gewicht sortiert. Ich glaube, ich muss... Ich muss ein bisschen Wasser da lassen. Vielleicht so 2 Liter. 10,3 Kilo. Okay, 300 Gramm müssen wir noch loswerden. Boah, ich muss mich echt beeilen eigentlich, ne? Mal hier gucken. So, jetzt. Den habe ich an. Der wiegt 2 Kilo. Okay, aber das lohnt sich halt auch. Den habe ich auch an. Die Kohle. 9 Papiere, komm. Ich lege alle ab. Ich wiege immer noch zu viel. Okay, 110 Gramm muss ich noch ablegen. Hier, dieses Schrottzeug, komm ich. Das hätte ich schon lang machen sollen. Dann haben wir das auch mal. Ist in dem Truck noch was drin? Nee. Okay, aber ich bin jetzt schon mal... Also ich friere jetzt nicht mehr so schnell. Das ist gut. Ich durchsuche alle Autos. Zeitung will ich nicht. Nix. Raus hier. Ich muss mich wirklich beeilen. Meine Temperatur, das sieht gar nicht gut aus. Und ich würde aber gerne zurück nach Milton, zur grauen Mutter und dort dann mich aufwärmen. Ich will jetzt eigentlich ungern hier irgendwo ein Feuer machen, weil, ne, wir sind hier dem Wetter ausgesetzt und so und nee, muss nicht sein. Hier liegt Stoff, das brauche ich nicht. Ich glaube, ich lasse die anderen Autos in Ruhe. Wobei, es ist nur noch eins. Ja, ja, ich weiß, es ist kalt. Okay, ein Schokoriegel. Sie hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen. Und wenn ich Glück habe, kann ich jetzt einfach hier... Nee, hier runter. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Das heißt aber, ich muss wieder hier lang. Ich weiß, da hinten steht noch ein Auto, aber... Ich bin wieder zu schwer wegen dem Schokoriegel. Und dann esse ich den halt. Komm, gib mir irgendwas. Irgendeinen Schokoriegel oder so. Crunchy Stuff. So. Der Schokoriegel, der macht den Unterschied. So, hier mal Zeug liegen lassen. Das ist okay. Aber die Temperatur sinkt jetzt nicht mehr so schnell. Ich müsste hier... Okay, ich kann da nicht durch. Das geht nicht. Ich muss wieder an den Wölfen vorbei. So wie es aussieht. Boah. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber es gibt wirklich keinen anderen Weg, ne? Das ist eine Sackgasse. Verdammt.
Allerdings scheint es jetzt nicht mehr so kalt zu sein, ne? Geht nur noch mit einem Pfeil runter. Wenn wir Glück haben, dann schaffen wir das noch einigermaßen. Die Wölfe sehe ich auch gerade da oben eher rumeiern. Wobei, eine ist da direkt neben der Straße. Ist das hier eine Höhle? Oh ja, da bin ich ein bisschen windgeschützt. Bringt mir aber natürlich nichts, weil ich kann trotzdem kein Feuer machen, weil ich kein irgendwie Feuerholz habe. Boah, diese Wölfe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich hier hoch? Nee. Das heißt, ich muss hier. Okay, die sind zum Glück gerade auf der anderen Straßenseite. Und die scheinen auch nicht zu mir herzukommen. Ah, oder auch doch. Nee. Du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Ja. Dreh bloß um und geh woanders hin. Oh, diese Wölfe. Da oben läuft noch einer rum. Oh, die sind ja überall. Da kann ich nicht durch. Ich muss wirklich... Oh, ich gehe hier lang. Oh, hier war ein Wolf. Hast du das gesehen? Oder war ich das? Nee, das ist ein Wolf. Ich kann schon immer reden. Das sind Wolfsspuren. Da hinten... Oder vielleicht sind es auch irgendwelche Häschen gewesen oder so. Shit, meine Temperatur ist schon rot. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Ich gehe mal hier quer durch. Da vorne ist ein Hirsch. Okay. Der... Wo geht's denn hier hin? Ist mir jetzt egal. Ich muss zur Kirche zurück. Da kann ich mich aufwärmen. Der Methuselah hat doch zu uns gesagt... dass viele quasi Flüchtende kamen von der Autobahn. Aber die Autobahn haben wir jetzt nicht gesehen. Das, wo wir oben waren, war ja definitiv keine Autobahn. Sondern einfach so eine kleine Straße halt. So eine Brücke. Vielleicht finden wir die Autobahn irgendwann noch. Okay, jetzt. Unterkühlungsrisiko. Jetzt wird auch wahrscheinlich die Lebensanzeige langsam... runtergehen. Sieht so aus. Ich beeil mich. Ich gehe noch zur Kirche. Und ich würde sagen, dann beende ich dort auch die Folge. Da ist sie ja schon. Wir sind über eine halbe Stunde. Und dann passt es eigentlich ganz gut. Dann machen wir nächste Folge weiter. Wir haben jetzt ja immerhin die beiden Geheimverstecke gefunden. War doch ganz produktiv. Jetzt können wir uns ein bisschen aufwärmen. Endlich. Ne, ich habe auch ein Dings da, Verstauchungsrisiko. Ja, ich glaube, die Tragekapazität nimmt ab, wenn ich erschöpft bin, ne? Ja. 29,91 von 29,89. Ich muss irgendwas, komm, ich esse nochmal einen Schokoriegel, dann geht es wieder. Ne, den nicht. Hier so ein, der da vergammelt eh fast. Geschmacklos ist er schon. Geheilt, Verstauchungsrisiko. Gut. Und hier wärmen wir uns ein bisschen auf. Das ist sehr gut. Da würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.